Vor dem Landgericht München I wird seit Freitag der Prozess gegen den früheren Fußballnationalspieler Jérôme Boateng neu aufgerollt und geht damit in die dritte Runde. Es geht um den Vorwurf der Körperverletzung und Beleidigung. Es gab ein Berufungsurteil des Landgerichts München I, mit dem der Angeklagte sowie auch schon vom Amtsgericht wegen Körperverletzung verurteilt wurde. Dieses Urteil wurde allerdings vom Bayerischen Obersten Landesgericht auf die Revision sowohl des Angeklagten, der Nebenklägerin als auch der Staatsanwaltschaft hin aufgehoben und die Sache wurde zurückverwiesen, sodass jetzt eine erneute Berufungsverhandlung vor dem Landgericht München I stattfindet. Der 35-jährige Ex-Bayern-Star bestreitet die Vorwürfe. Ich würde sagen, er ist angespannt, positiv angespannt, aber ich glaube, niemand, der noch nicht vor einem Strafgericht gestanden hat in eigener Person, kann nachvollziehen, wie sich das anfühlt. Das muss man, glaube ich, sagen. Und mein Eindruck ist, dass 2014 im Maracanã-Stadion einfacher war, als das, was hier heute passiert. Das Amtsgericht München hatte Boateng in einem ersten Prozess im Jahr 2021 zu einer Geldstrafe von 1,8 Millionen Euro verurteilt. Alle Prozessbeteiligten legten gegen dieses Urteil Revision ein. In dem folgenden Berufungsverfahren vor dem Landgericht München I wurde Boateng dann im November 2022 wegen Körperverletzung und Beleidigung zu 120 Tagessätzen à 10.000 Euro verurteilt. Damit wäre der Weltmeister von 2014 vorbestraft gewesen. Auch gegen dieses Urteil gingen alle Parteien in Berufung und es wurde anschließend vom Bayerischen Obersten Landesgericht kassiert. Für diesen Prozess sind nun insgesamt 6 Verhandlungstage vorgesehen. Das Urteil soll am 19. Juli fallen.